Ein herzliches Willkommen zu LS19 auf der Ravensberg. Ja, es geht wieder weiter. Wir müssen hier noch dieses Ackergras dann ernten danach. Aber jetzt ist zunächst mal Joggen angesagt. Richtig weit. So, schauen wir mal das Ackergras. Schauen wir uns jetzt mal an, was da los ist. 100% gedüngt, erntereif. Oh, da bin ich gespannt. So, jetzt joggen wir aber erstmal richtig ordentlich. Wir müssen den LKW holen. Einmal hier runter. So. Haben wir's? Nö. Schnell drüber. Alle, von hinten kommt ein LKW. Ganz, ganz weit weg war der. So. Ah, das hier ist wirklich eine schöne Map. Ich hätte ja mehr Bäume stehen lassen sollen. Vielleicht. Wunderschöne Map. So, das hier ist das Areal, das hat da was zum neuen Bereich gehört. Und tja. Schauen wir mal. Mit Jeep kann ich jetzt nicht fahren, sonst muss ich ihn wiederholen. Laufen wir einfach mal quer übers Feld. So weit ist es ja auch nicht. Hier dann drüber läuft quer, dann kommt man schon hin. Zum großen Megafeld. So, normalerweise macht man das nicht, aber ich mache es jetzt einfach mal. Ich laufe jetzt mal über die Bahn hier. Kommt nie gerade eine halbe Stunde. Ups. Und up. Wow, Hürdenlauf. Gut, dass ich so sportlich bin. Zwinker, zwinker, zwinker. So. Gerste. 92 Zucker fabrik. Immer noch. Oh. Und Gegenverkehr. Na super, verhängt. Weil ich mal besser hier nicht lauf, lang vorne. Kann ich den Anhänger dann holen.
Eieieiei, wo geht's denn hier hin? Hier am Ende hinten. Was soll ich denn hier hinten? So, geht's einmal hier rüber. Hier glaube ich hinter. Ja. Zuckerfabrik, hier sind wir. Ja, 278.000, nicht schlecht. So, dann fahren wir raus, holen wir den anderen Anhänger. Ich hoffe, den kriege ich da raus aus der Ecke. Hat mich gedacht, der Kollege. Ja, da fährt sich's eine Weile. Jetzt hole ich erst den anderen Anhänger noch. Dann kaufen wir mal ein. Mir passt es mit der Brücke da hinten oben nicht. Ja. Neben den Schild rausgefahren, wollte ich eigentlich nicht machen. So, schauen wir dann mit den einen LKW da hinten, den Anhänger wieder freikriegen. Den, wo wir verpackt haben und verschusselt.
klar. Der LKW-Fahrer hupt den Zug an. Ja, logisch. Kann man mal machen. So, den überhole ich mal kurz. Wow, Hund, bleibt drin. Den haben sie aber auch blöd hingebaut, da die Hundehütte. Läuft der Hund so weit raus. Und nein, er gehört nicht mehr. Ja, mein Gott, na. Innerorts darf man so viel nicht. Ich darf auch nicht auf einer engen Strecke hier mit dem LKW hochfahren. Darf ich auch nicht. So, jetzt habe ich ein richtiges Problem. Scheiße. Mach das. Kannst du ja mal machen. So, kriegen wir den da wieder raus? Nee. Ja, dann fahr halt. Na komm. So. Schauen wir, dass wir den jetzt so durchkriegen. Maxim, kann man mitspielen? Tja. Die Frage ist, ob du die ganzen Mods hast. Die Frage ist, ob du PS4 hast oder PC. Und die Frage ist, ob du dann auch dauerhaft dabei bleibst, donnerstags. Das ist die andere Frage. Der andere hatte sich auch angemeldet. Einmal gekommen und wieder gegangen. Das sind immer die Sachen, Leute. Wisst ihr? Also ich könnte jede Hilfe gebrauchen, wäre ganz gut. Aber wenn, dann müssen halt die Leute auch mal dauerhaft dabei bleiben. Nicht noch einmal drauf kommen, einmal mitspielen, wieder abhauen. So, fahren wir runter, holen wir den anderen.
Ja, ich weiß es, in Deutschland darf man auch nicht Dings fahren, Doppelanhänger, das weiß ich auch. Aber wir sind dann nur in meinem Spiel. So, stellst du die Frage, bin ich da schon noch auf dem richtigen Weg? Oder habe ich mich schon wieder verfahren? Aha, ich komme hier von hinten rein. Da wollte ich eigentlich nicht rein. Gut, komm mal hier hoch. Ganz vorsichtig. Hallo? Also da hat jetzt eindeutig ich Vorfahrt. Aber wir wissen es ja, dass sich keiner dran hält. So, fahren wir aufs Feld. Holen wir den anderen Anhänger. Der, wo ich noch rumstehe, fahren wir das Ding hoch und fahren wir den LKW mal zum Verkauf. Da wir eh einen schönen neuen haben. Und dann geht's weiter mit Ballenpressen. Ach, jetzt habe ich hier auch noch einen Dolly dran. Aber wieso habe ich hier auch noch einen Dolly dran? Ach stimmt, wir hatten die damals mit vier Anhänger runtergefahren. Absolut verboten bei uns. In Australien ist es erlaubt. Also ziemlich alles erlaubt. So, fahren wir hinten rum. Ich habe nichts gesehen. Warum kein E-LKW? Weil es kein E-LKW gibt. E-LKW. Seit wann gibt es bei LS ein E-LKW?
Gibt's vielleicht im neuen dann, ja, aber hier nicht. Hier gibt's keinen E-LKW. So. Einmal hier abgestellt. So, und weil er jetzt sagt, E-LKW. Jetzt mal was ganz was Spezielles. Jetzt pass auf. Jetzt mit Absicht. Jetzt hole ich mir noch einen zweiten von den anderen. Ha, jetzt mit Absicht. Weil er sagt E-LKW. Gut, der Zaun geht auf meine Rechnung, die Lampe auch. So, jetzt komm her, Junge. Jetzt pass auf, du wolltest ein E-LKW. Nö, jetzt gehen wir erst recht auf den anderen. So, jetzt pass auf, jetzt holen wir uns noch die 60 Cat CMS. Was ist eigentlich, Leute, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem TLX Phoenix CMS, dem Phoenix D60 und dem Phoenix Cat? Keine Ahnung, wo da der Unterschied liegen soll. Aber der schaut auch nicht schlecht aus, da machen wir doch mal. Schaut es in Silber aus? Ja, schaut nicht schlecht aus. Ach, grün, glasgrün. Und Design, glasrot, würde ich sagen. Ups. Sieht man nichts vom Design. So. Wow. Der sieht geil aus. Also damit der Studio 2 oder wie das geheißen hat, hat er mir besser gefallen. Aber der ist zu lang. Rigid ist zu lang. Aber das hier, Studio 2, war nicht schlecht. Der war geil. Gefällt mir. So, dann nehmen wir natürlich den größte Motorausführung. Nämlich 1100 PS. Was können wir denn noch nicht im Detail verändern? Weidler, Cowboy, keine Ahnung. Ah, es ist das Ding. So. Weil der eine ja sagt, wegen E-LKW. Jetzt erst recht. Schönen. Ach, übrigens, an der Stelle, schönen Gruß an die Thunberg. Also ich sehe da schon einen großen Unterschied. Oder auch nicht. Nee, so großen Unterschied gibt es da nicht zwischen dem. Ah, der andere ist noch cooler. Den musst du mal anhören. Hm.
Der ist noch besser. Ein richtiger Army. Wie der pfeift. Das ist noch ein schöner. Finde ich auch ziemlich interessant. Aber jetzt mal an euch. Was meint ihr? Jetzt pass auf. Meint ihr, wir sollen den klassischen hier behalten, der wo ich jetzt so anhört? Beim Starten. Und wo pfeift? Oder sollen wir lieber auf den gehen? Auf den ganz normalen. Was meinten ihr? Eher der mit Turbo oder den normalen? Und da könnt ihr jetzt mal einen vernünftigen Kommentar dazu abgeben. Also vom Style her finde ich den hier besser als den. Aber ich sehe da keinen großen Unterschied zwischen denen. Die hören sich nur anders da an. 10, 9, 5, 25, das ist eigentlich auch T9, oder? Nee. Doch, T9, 5, 25, steht auch da. Aber das ist halt eine amerikanische Ausführung, der da. Passt aber auch nicht zu einer deutschen Map, oder? Währenddessen ihr noch am Überlegen seid, werde ich erstmal wieder den Ballen pressen. Wo habe ich den stehen lassen? Da hinten. Laufen mal dahinter. Und dann wird es dann wahrscheinlich eh zum Ballen zu verkaufen. Und es gibt keinen E-LKW hier im Spiel. Das ist das Nächste. So, aber YouTube-Leute, also nicht wundern jetzt hier im Stream, es geht natürlich weiter, ich nehme da mehrere Folgen auf. Aber für die YouTube-Leute war es das dann erstmal für heute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Was denkt ihr darüber? Schreibt es in die Kommentare, welchen LKW wir nehmen sollen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.